Versammelt sind wir im Namen unseres Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns zum Leben gerufen hat, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Nehmen Sie bitte Platz. Was ist der Tod? Eine Frage, über die sich Philosophen und Theologen seit Jahrhunderten Gedanken machen. Egal, welche Antworten sie finden, unsere Antworten sind wichtig. Auf jeden Fall ist der Tod kein Ende. Im Tod werden wir neu geboren. Liebe Frau Roth, liebe Hanna, lieber David, Sie wissen das. So wie Sie dieses Wissen mit Ihrem Fritz, mit Ihrem Vater geteilt haben. Sie als die große Familie, die jetzt um seine sterbliche Hülle versammelt ist, haben immer Leben und Tod miteinander zu verbinden gesucht. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. So hat Daniel, ihr Schwiegersohn Frau Roth, in seiner SMS am Heiligen Abend geschrieben. Fritz hätte das, glaube ich, gefreut, dass ihr neuer Enkelsohn Fritz Uwe am Christfest geboren wurde. Und so sind Tod und Leben auch jetzt wieder so verbunden, wie er es sich gewünscht hat. Im Tod werden wir zu neuem Leben geboren. An Weihnachten haben wir das Leben gefeiert und feiern es noch, weil Christus, das Kind in der Krippe von Bethlehem, Gottes größtes Liebesgeschenk ist. Und so haben Sie, die Familie, über die Trauerkarte auch geschrieben: Trauer ist Liebe. Ein Satz, den Fritz Roth immer wieder gesprochen, gebraucht hat. Und so begrüße ich Sie alle, die Sie heute hier hingekommen sind, um sich zu verabschieden zur Liebesfeier, zur Feier der Liebe hier im Dom. Wenn wir Abschied nehmen, in Liebe Abschied nehmen, heißt das zurückblicken. Jeder und jeder von uns, der hier ist, hat geteilte Momente des Lebens mit ihm. Lustige und traurige, lebensüberschäumende und auch zu Tode betrübte. Diese Erinnerungen werden in unserem Herzen jetzt wach. Und wir müssen Adieu sagen. Dieser französische Abschiedsgruß auf Deutsch bis Gott, der gilt ihm, bis wir uns bei Gott wiedersehen.
All das, was wir im Moment im Herzen tragen, unsere Trauer, unsere Erinnerungen, aber auch die Freude. Die Freude über vieles, das Sie als Ehefrau, ihr als Kinder, Sie als Geschwister, die Enkelkinder und all die anderen mit ihm geteilt haben. All das, was uns bewegt, lasst uns jetzt in Gottes gute und erbarmende Hände legen, denn er feiert mit uns. Trauer und Freude, Liebe und Leben und Tod. So lasst uns aufstehen und uns dem Herrn anvertrauen. Herr Jesus Christus, du bist gekommen im Kind von Bethlehem, um einer von uns zu sein. Herr, erbarme dich. Du teilst mit uns Freude und Leid, Hoffnung und Sorgen. Christus, erbarme dich. Bei dir sind wir aufgefangen, du führst uns in deine Ewigkeit. Herr, erbarme dich. Der Gott unseres Lebens erschenke uns sein Erbarmen. Er befreie uns jetzt von aller Schuld, von allem, was uns voneinander und von ihm trennt, und führe uns mit unserem Bruder Fritz in die Ewigkeit. So lasst uns beten. Herr, unser Gott, am Sarg unseres Bruders Fritz versammelt, rufen wir dich an. Führe du ihn in deine Herrlichkeit. Lass ihn schauen, was kein Auge gesehen hat. Lass ihn schauen, was wir nur erahnen. Uns aber, die zurückbleiben, gib die Kraft, unsere Trauer in Hoffnung und Zuversicht zu wandeln. Und schenke uns, dereinst mit ihm, das ewige Leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir, Vater, lebt und Leben schenkt. Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.